Tag zusammen und willkommen zum zweiten Teil von Vizebeast Light Tutorials. Und heute seht ihr eine kleine Veränderung. Das haben wir ja hier letztes Mal aufgebaut. Unser Fermenter, der hier Biomasse produzieren soll, dann unseren Still, der aus Biomasse Biofuel macht, und dann haben wir den Biogenerator, der erzeugt Energie für einen Induction Furnace. So. Jetzt seht ihr aber auch, dass hier was fehlt. Und zwar hatte ich ja hier einen Geothermalgenerator und einen schön großen Lavatank. Habe ich abgebaut. Und zwar aus dem folgenden Grund. Heute will ich euch alternative Energieressourcen zeigen, Energiequellen. Und zwar die man am Anfang auf jeden Fall braucht und auch als erstes bauen sollte. Weil die am einfachsten sind und weil die am wenigsten Ressourcen brauchen. So, und zwar fangen wir als erstes an. Habt ihr ja hier schon die Reihe? Seht ihr hier? Wir brauchen auf jeden Fall Copper-Cable, RE-Batterien, ein Iron Furnace und einen Generator. Also ein Generator wird es zum Schluss. Genau, wir bauen als erstes einen Generator. Habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen. Irgendwie. Habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Scheiße gemacht mit dem Schild hier. Aber ist egal. Okay, dann fangen wir mal an. Und zwar braucht man als allererstes bei Vizebeast für fast alles Kabel, wenn man Maschinen baut. Und zwar eignen sich für den Anfang Kupferkabel. Die braucht man später nicht mehr, weil dann braucht man bessere Kabel. Und weil Kupferkabel explodieren, wenn sie zu viel Energiezufuhr bekommen. Ich muss mal eine kurze Zigarette anmachen, wie immer. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Also, weiter geht's. Kupferkabel. Wir bauen uns jetzt einfach mal ein paar Stück. Ich habe jetzt nämlich nirgendwo Kupferkabel reingelegt. Habt ihr ja gesehen, wie man die baut? Dreimal Wabber, dreimal Kupfer, dreimal Wabber. Schon haben wir Kupferkabel. Dann brauchen wir als nächstes RE-Batterien. Ich glaube, wir brauchen nachher sowieso. Brauchen wir dann noch mehrere? Ja, kann ich ja im Nachhinein craften. RE-Batterien gehen wie folgt: zweimal Zinn, zweimal Redstone, zweimal Zinn und einmal Kupferkabel. Schon haben wir eine RE-Batterie. Hier steht jetzt Zinn. Es gibt verschiedene Zinn-Sachen. Zinn-Barren in Vizebeast Light. Kann ich euch alle mal zeigen. Und zwar, der erste heißt natürlich Tin-Ingot. Dann gibt es Tin-Ingot, Tin-Ingot und Tin. Das ist alles dasselbe. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, wie sich das berechnet, dass man da Zinn, Ingot oder Zinn rauskriegt oder der blaue Zinn hier ist wahrscheinlich zufällig. Das liegt daran, dass mehrere Mods bei Vizebeast Light Zinn benutzen und jeder hat natürlich seinen eigenen Zinnbarren und es wurde noch nicht so zusammengeschustert, dass da nur noch ein Zinnbarren übrig ist. Wie dem auch sei, jeder Zinnbarren, der hier in Vizebeast Light verfügbar ist, geht dafür, um eine Batterie zu bauen. So, jetzt haben wir eine Batterie. Jetzt brauchen wir einen Iron Furnace. Dafür braucht man einfach nur einen ganz stinknormalen Ofen und 5 Eisenbarren. Es geht auch anders, also ich baue jetzt mal den Iron Furnace hier. Es geht auch anders, wenn man keinen Ofen bauen will, was natürlich Quatsch ist, weil das sau billig ist, kann man es auch so machen. Ist aber voll die Verschwendung, da hat man auch einen Iron Furnace, aber das ist voll die Verschwendung, weil man braucht dafür 3 Eisen mehr. Und lieber 8 Steine und 5 Eisen als 8 Eisen, ne? Weil Eisen ist wichtig in Vizebeast Light. So, jetzt haben wir einen Iron Furnace. Und jetzt können wir eigentlich schon unseren Generator bauen. Aber ich habe hier keine Materialien reingelegt. Fällt mir gerade mal so auf. Und siehst du, ich brauche nämlich doch. Ah ja, okay, doch. Nee, nee, ich weiß, warum ich da keine Materialien reingelegt habe. Und zwar braucht man jetzt Refined Iron. Aber Eisen hätte ich mir mal reinlegen können. Refined Iron ist ganz einfach. Wir nehmen unsere ganz normalen Eisenbarren, die wir uns geschmolzen haben in diesem Ofen hier. Haben wir die schon vorgeschmolzen? Sehen wir ja hier. Davon brauchen wir dann, wir brauchen 3 Refined Iron, das heißt, wir nehmen die 3 Eisen, die wir uns hier drin geschmolzen haben, und packen die nochmal rein. Und bekommen dann. Ja, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich könnte auch den Induction Furnace da hinten nehmen, der hat noch ein bisschen Energie. Refined Iron. Dafür gibt es sogar Erfahrung, wenn man den rausnimmt. Hier hinten, der Induction Furnace hat sogar noch ein bisschen Energie. Der macht ja dasselbe wie der Furnace da hinten, nur viel schneller. Aber das ist jetzt Wurst, denn wir haben jetzt schon gleich unsere 3 Refined Iron. Da sind sie. Und wir haben damit dann einen
Generator. So einfach ist das. Man braucht eigentlich nur Redstone, Kupfer, Rubber und einen Ofen und Eisen. Und da hat man einen Generator. Und der Generator eignet sich jetzt schon als Energiequelle in Zusammenarbeit mit allem Brennbaren. Also Coal nehmen wir uns mal. Dann Wood. Dann haben wir noch hier Rohholz. Ich glaube, Türen gehen auch. Eine Axt geht. Was geht noch? Leitern müssten gehen. Ne, das ist eine Holzschiene. Da weiß ich nicht, ob die geht. Ja, ist egal. Es geht auf jeden Fall alles. Hier haben wir noch, wie heißen die Dinger hier? Slabs. Kann ich euch ja mal zeigen. Das funktioniert. Die verbrennen relativ schnell, weil die nicht viel Energie abgeben. Eine Holzaxt funktioniert. Und ihr seht hier, der Generator lädt sich auf langsam. Türen gehen doch nicht. Okay, alles klar. Aber Rohholz geht. Verbrennt auch relativ schnell. Das Holz geht. Und am besten von den Sachen, das steht auch immer hier unten übrigens, ne? Can produce, und dann steht hier 750 EU at 10 EU pro T. T heißt Tick. Also das produziert 750 EU bei 10 EU pro Tick. Ein Tick ist, weiß ich nicht, wie viel ein Tick ist. Vielleicht eine Sekunde, ich habe keine Ahnung. Das hier produziert genauso viel und das hier produziert genauso viel. Und Kohle produziert 4000 EU pro Tick. Das heißt, die verbrennt wesentlich langsamer und generiert damit natürlich mehr Energie. Packen wir mal die ganze Kohle rein. Und jetzt sehen wir auch, dass. Ach ne, sehen wir nicht, weil ich es abgebaut habe. Redstone. Nehmen wir uns eine Redstone-Fackel, setzen die hier hin. Zack. Und schon produziert der Generator Energie. Man sieht, hier wird es wieder weniger. Müsste aber eigentlich konstant bleiben. Und schon könnten wir unser Bio-Kreislauf wieder anschmeißen und Biofuel produzieren. In unserem Biogenerator. Und dann hätten wir schon eine etwas bessere Energiequelle als den Generator. So, aber Generator ist nicht alles. Wenn man einen Generator hat, also ich baue den jetzt mal hier so hin. Also man stellt sich vor, man hat hier ein Haus, hat man schon mal einen Generator. So. Jetzt fragt ihr euch, wofür brauche ich denn einen Generator? Ich kann doch alles mit einem Ofen machen. Ich brauche doch nicht unbedingt so einen Induction Furnace. Nein, aber man braucht einen Macerator. Den kann man unbedingt gebrauchen, weil damit kann man noch eine etwas bessere Energiequelle bauen. Und das geht wie folgt. Man baut sich erst einen Electronic Circuit. Da haben wir sechs Kupferkabel, zweimal Redstone. Und jetzt kommt wieder unser, ich packe mal gleich alle rein. Unser Refined Iron ins Spiel. Da braucht man nämlich einen von. Und ich glaube, wir brauchen sogar gleich mehrere. Das ist egal, können wir dann später noch machen. Refined Iron. Packe ich hier mal rein. Zack, und schon haben wir einen Electronic Circuit. Den brauchen wir für, nein, nicht für den Maschinenblock. Für den Maschinenblock brauchen wir noch 8 Refined Iron. Die produzieren jetzt hier gerade. Wofür brauchte ich denn jetzt? Hierfür. Für den Macerator. Und den Macerator baut man erstmal, zeige ich euch erstmal den Macerator. Dreimal Flint, Cobblestone, Cobblestone, Electronic Circuit. Und in der Mitte kommt der Maschinenblock. Moment, ich muss mal schnell den Tag machen, bevor hier was spawnt. In der Mitte kommt der Maschinenblock. Dauert jetzt einen kleinen Moment, sorry dafür. Und hier könnt ihr auch schon sehen, was ich als nächstes bauen will. Und zwar ein Solarpanel. Da ist jetzt aber noch nichts drin, weil wir das alles selbst produzieren müssen. Zeige ich euch aber gleich, wie das funktioniert. Sobald ich 8 Refined Iron habe, hätte ich mal ruhig vorbereiten können. Aber was soll's, dann wird die Folge halt etwas länger. Also wie gesehen, der Generator würde schon reichen, um unser Biozeugs hier. Wie nenne ich das eigentlich? Ich nenne es einfach Bioanlage. Um unsere Bioanlage anzutreiben. Der produziert hier fleißig weiter jetzt. Sieht man da, der Motor läuft. Das Ding müsste eigentlich jetzt hier weiter produzieren. Macht er das jetzt eigentlich auch? Ich sehe hier nämlich so gar nichts. Ne, kann er ja gar nicht. Ist ja gar kein Wasser drin.
Mein Gott. Dafür sorgen wir jetzt mal schnell. Holen wir uns mal ein paar Cans. Wo sind denn die Cans? Ach komm, nehmen wir gleich Water Can, ist ja egal. Wollen wir nicht extra auftanken. Ja, der kann natürlich ohne Wasser nicht produzieren, ist klar. Gut, also jetzt produziert er wieder. Und unser Refined Iron müsste jetzt fertig sein. Ja, 11 Stück. Oh. Maschinenblock. Das geht genauso wie der Iron Furnace. Einfach 8 Refined Iron so als Rahmen bauen und dann hat man einen Maschinenblock. Den braucht man für ziemlich viele Maschinen, die von dem Mod, von der Mod IC2, also wie heißt es? Industrial Craft 2 ist. Da braucht man fast immer einen Maschinenblock. Den setzt man in der Mitte rein und dann hat man einen Macerator. So, was macht dieser Macerator, fragt ihr euch jetzt? Kann ich euch zeigen. Den müsst ihr auf jeden Fall mit Energie antreiben. Jetzt könnte man das so hinstellen, da müsste man ein Kabel dazwischen machen. Man kann allerdings auch die ersten beiden Maschinen direkt antreiben. Und zwar stellt man die einfach an den Generator ran. Jetzt habe ich keine Kohle. Klauen wir uns mal hier Kohle raus. Treiben den Generator damit an. Und jetzt sollte der Macerator sich auch aufladen. Genau das tut er auch. So, warum braucht ihr jetzt einen Macerator? Ganz einfach. Sagen wir mal, ihr geht in eine Höhle. Ihr geht schon auf eine Höhlentour. Sammelt euch 64 Eisenerze und was haben wir noch? Kupfer braucht man auch oft. 64 Kupfererze. Und dann sammelt ihr noch Zinnerze, die braucht man ja auch oft, ne? Ne, nicht nur ein. 64. Wir sammeln 64 Zinn ohne. Ne, warte mal, das ist der falsche Zinnohr. Der hier, den findet man immer. Warum der hier noch drin ist, weiß ich nicht. Den findet man auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß. So, jetzt habt ihr Zinn gesammelt. Und Eisen und Kupfer. Das ist aber auch der falsche Kupferrohr, fällt mir gerade mal auf. Glaube ich. Ne, ist der einzige Kupferrohr. Gut. Habt ihr jetzt alles gesammelt? Jetzt guckt mal an, was passiert, wenn ich jetzt. Ich mache jetzt ein Eisenerz hier rein. Pass mal auf, jetzt fängt die Maschine an zu arbeiten. Was der Macerator macht, er zerbröselt Items. Und zwar zu Staub. Klingt jetzt ein bisschen unlogisch, weil warum sollte ich mein Erz jetzt in Staub verwandeln? Ich will es ja in einem Barren haben. Pass mal auf. Aus einem Eisenerz macht er zwei Eisenstaub. Ne? Ich packe jetzt auch gleich mal ein Kupfer noch rein, dann kann er das in der Zeit mal verarbeiten. Jetzt haben wir zwei Eisenstaub. Was machen wir damit? Ganz einfach. Wir packen es in den Ofen. Und ihr seht, er produziert jetzt was. Denkt dran, wir haben aus einem Erz zwei Staub bekommen. Jetzt passt mal auf. Ein Eisenbarren. Und er produziert immer noch, weil noch ein Eisen das, also ein Eisenstaub übrig ist. Das heißt, er macht aus einem Erz zwei Barren. Ihr bekommt quasi mit einem Macerator die doppelte Ausbeute eurer Rohstoffe. Hier haben wir wieder zwei Copper-Dust. Und jetzt macht er noch zwei Zinn-Dust. Ist doch genial, oder? Und das alles nur, weil ihr einen Generator gebraucht habt und einen Macerator, die relativ einfach sind. Man braucht halt nur Redstone, Zinn und Eisen ohne Ende. Mit Eisen braucht man ziemlich viel, aber das findet man natürlich auch viel. So, bei Kupfer natürlich genau dasselbe. Er macht da zwei Kupferbarren draus. Bei Zinn genau dasselbe. Und das funktioniert mit jedem Erz. Mit jedem Erz, was ihr findet. Wenn ich jetzt mal nur Ore eingebe. Oh, es gibt ja viele verschiedene. Gold funktioniert natürlich auch. Eisen. Kohle funktioniert meines Wissens nach auch. Ich pack mal rein. Kohleohr. Nein, funktioniert nicht. Warum das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Okay, Kohle funktioniert nicht. Aber dafür gibt es eine andere Maschine extra noch, der Pulverizer. Das zeige ich euch aber in einem anderen Tutorial. Der müsste das können, meines Wissens nach. Aber das probieren wir jetzt nicht aus. Das zeige ich euch dann in einem anderen Tutorial. Hier geht es jetzt erstmal nur um die Industrial Craft 2 Maschinen. So, Zinn haben wir jetzt auch zweimal bekommen. Also aus einem Erz macht der Macerator zwei, wie heißt das? Zwei Barren.
So, der kann aber nicht nur Erze zerkleinern, sondern kann der auch Kohle zerkleinern. Aber nur, nee, eigentlich kann er jede Kohle zerkleinern, aber wir brauchen jetzt erstmal nur normale Kohle, die er in Kohlestaub verwandelt. Es gibt auch noch Holzkohlestaub. Was man damit jetzt genau machen kann, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Kohlestaub ist wichtiger. Erstens kann man aus Kohlestaub Diamanten machen. Später. Da braucht man allerdings viele Maschinen für und einen ganzen Stack Kohle für einen einzigen Diamanten. Die Ausbeute ist nicht sehr hoch. Aber er macht aus einer Kohle auch nur einen Staub. Das heißt, ich brauche noch mehr Kohle. Hat den Sinn natürlich, dass man nicht unbegrenzt viel Kohlestaub hat, weil, wie gesagt, daraus kann man Diamanten machen. Wäre natürlich Quatsch, wenn man jetzt zwei Diamanten aus einem Stack machen sollte. Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Ich finde es aber schon ganz schön hart, dass man ein Stack Kohle für einen Diamanten braucht. So, während er da Kohlestaub produziert, trinke ich mal was. Ah. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt nur für Vizebeast Lite. Die Rezepte funktionieren bei Vizebeast Ultimate nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube der Generator und der Macerator. Ne, der Generator auf jeden Fall funktioniert. Das Rezept für den Generator. Aber der Macerator funktioniert definitiv nicht bei Vizebeast Ultimate. Da braucht man mehr Ressourcen für. Welche das jetzt genau sind, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ihr werdet es rausfinden können. Genauso wie man es bei FeeZBeast Lite rausfindet. Einfach hier gibt man dann Macerator ein. Macerator, da ist er. Dann geht man über das Item, drückt R und schon weiß man das Rezept. Das geht bei FeeZBeast Ultimate natürlich auch. So, jetzt wollen wir aber gucken, wie wird ein Solarpanel gebaut. Und zwar braucht man dafür Coal Dust. So, macht man das. So. Und dann. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Und dann braucht man. Ne, hier war richtig. Electronic Circuit, ne? Passt mal auf. Dann machen wir das nämlich so. Und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Refined Iron produziert. Dann braucht man zwei Electronic Circuits noch. Die packen wir mal hier rein. Und dann war noch irgendwas. Habe ich aber schon wieder vergessen. Ach ja. Ja, klar. Einen Generator. Zack. Also, drei Coal Dust haben wir gemacht aus Kohle in einem Macerator. Dreimal Glas macht man natürlich aus Sand in einem Ofen, ist klar. Electronic Circuit habe ich euch gerade gezeigt, wie es geht. Und der Generator habe ich natürlich auch gezeigt, wie es geht, gleich als erstes. Und dann hat man ein Solarpanel. So. Mit diesem Solarpanel kann man natürlich auch Maschinen antreiben. Ihr seht, jetzt sind die Maschinen aus. Jetzt packe ich den Solarpanel hin. Den packe ich hier hin. Und dann sollten die Maschinen auch gleich wieder loslegen zu arbeiten. Die arbeiten jetzt nicht mehr so effektiv wie vorher, weil der Solarpanel produziert nicht sehr viel Energie. Für den Anfang reicht es aber locker. Ich kann es euch ja mal hier zeigen an dem Macerator. Huch! Ja, ist egal, den kann ich sowieso neu aufbauen. Ihr seht ja jetzt, Energie leer, ne? Ich baue den Solarpanel hin. Und jetzt dürfte er sich gleich aufladen. Da lädt er ganz langsam auf. Also die Energieausbeute von einem Solarpanel ist jetzt nicht besonders hoch. Jetzt gibt es Leute, die haben sich damit beschäftigt, das Beste aus einem Solarpanel rauszuholen. Das kann ich euch ja mal zeigen, so einen kleinen Aufbau, wie man Solarpanel, also das einfache Solarpanel am besten nutzen kann. Wir machen uns jetzt mal hier so eine kleine Erhöhung. Ne, machen wir noch höher. So. Oh, sorry. Dann kommt in einem. Nee, dann kommt. Ich glaube, so ging das, ne? Nee, warte mal, wie war denn das jetzt? Quatsch, das ist doch Blödsinn hier. Also, sorry, mein Fehler. Dann kommt in der Mitte noch so ein Ding hin. Dann machen wir da noch einen hin. Und dann kann man das hier wieder abbauen. Wenn man nicht gerade in Game Mode ist, sollte man natürlich kein Holz nehmen, sondern eher Dirt. Jetzt kann man sich so ein Kabel nehmen. Ach, hab ich ja dabei. Pack das da rein. Und ich mach mal Tag.
Und jetzt kann man gleich sehen, wenn ich jetzt hier eine Maze Array dahin baue, müsste sich die Energie eigentlich schneller aufbauen. Ja, seht ihr? Also diese Anordnung mit 5 Solarpanels ist produziert natürlich mehr Energie, das Fünffache quasi. Allerdings kann man sich sowas auch sparen, weil wenn man sich mehr Solarpanels baut, kann man es auch ganz einfach machen. Und zwar habe ich euch ja gerade gezeigt, wie das hier geht mit den Solarpanels. Deswegen mache ich mal, werde ich mal die restlichen Rohstoffe ercheaten. Coal. Das ist Charcoal Dust. Hier ist Coal Dust. Und dann brauche ich noch Generatoren, ganz viele. Das ist natürlich nur was, wenn man schon eine ganze Weile spielt und ganz viele Rohstoffe hat. Also, das ist jetzt nichts für. Achso, ich guck mal, ich brauche ja nur einen da reinpacken immer. Das ist jetzt nichts für den Anfang, aber später mal könnt ihr das genau so machen. Jetzt habe ich mir nur 7 Stück, habe ich jetzt nur. Brauche natürlich mehr. Es ist voll blöd, dass man diesen Table nicht suchen kann. Electronic Circuits 64. So. Ah, fuck, ey. Ja, dann baue ich es jetzt hier drin. Scheiße. Okay, nochmal. Warum klicke ich denn mit rechts drauf? Bin ich denn blöd? Ich weiß doch, wie Minecraft funktioniert eigentlich. So. Jetzt baut man sich, sagen wir mal, 8 Solarpanels. Ne, die haben wir jetzt gebaut. Dann packen wir mal den Scheiß hier wieder raus. Wenn man jetzt die 8 Solarpanels so hier anordnet, sollte man eigentlich ein besseres Solarpanel kriegen. Warum geht das nicht? Was habe ich falsch gemacht? Solare. Low Voltage Solar Array sollte eigentlich rauskommen. Achso, man braucht einen LV-Transformer dafür. Alles klar. LV-Transformer, die müssten eigentlich ganz einfach zu bauen sein. Da ist er. R. Okay, man braucht Holz. Irgendwelches Holz. Also darf kein Rohholz sein. Zwei Kabel und drei Kupfer. Eigentlich recht easy. Habe ich die jetzt? Nee. Jetzt habe ich sie. Davon setzt man einfach eine in die Mitte und schon hat man so ein Low Voltage Solar Array. Jetzt können wir quasi, schätze ich mal, die hier alle abbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Maze Waiter in der Luft fliegt. Das habe ich noch nie getestet. Nein, er hält stand. Und man sieht auch, mit einem Solarpanel baut er jetzt schneller Energie auf. Hat man ja gerade gesehen. Und dann dasselbe macht man halt mit den Low Voltage. Dann kriegt man einen Medium Voltage, glaube ich. Genau, einen Medium Voltage. Macht man genauso mit den Low Voltage und dann einen MV-Transformer. MV-Transformer geht so. Machine Block, zwei Goldkabel. Noch einfacher eigentlich. Dann kann man sich ein, aus dem Medium Voltage kann man sich ein High Voltage bauen. Der geht natürlich mit 8 Medium Voltage und einen HV-Transformer. HV-Transformer ist schon etwas tricky. Man braucht einen Energiekristall, das heißt, man braucht auch gleichzeitig einen Diamanten, denn der wird aus einem Diamanten hergestellt. Und 8 Redstone. Dann braucht man einen MV-Transformer, den haben wir ja gerade gesehen. Und hier so eine HV-Kabel. Die macht man aus. Moment, kann man das auch einfacher haben? Ja, die macht man aus HV-Kabel, also dreimal Refined Iron und drei Rubber. Gut, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend für euch, aber die Hauptsache ist natürlich eure Anfangsenergiequellen, ein Solarpanel, beziehungsweise ihr könnt natürlich dann auch mehrere bauen und die koppeln miteinander. Man kann die natürlich auch so hier anordnen. So, nein, so. Mann. Dann so. Alter, willst du mich verarschen? So. Jetzt hat man schon mal 6 Stück. Dann legt man einfach Kabel da rein. Und man sieht auch dann sofort, die Kabel verbinden sich mit allen Solaranlagen. Jetzt hat man 6 Stück. Wenn man da jetzt einen Maze Waiter anschließt, der produziert immer noch wenig Energie, aber das ist schon mal Energie, die kostenlos ist. Dazu muss ich noch sagen, die Solarpanels funktionieren nicht nachts und sie funktionieren nicht, wenn es regnet.
Du hast ja leider bei Vize-Beast Light oft ein Problem ist, dass es regnet und gewittert, dann funktionieren die Dinger nicht. Deswegen könnte man auch noch hingehen und da eine Buttbox dazwischen klemmen, damit schon mal ein bisschen Energie gespeichert wird. Die Buttbox ist auch relativ einfach zu bauen. Man braucht einfach nur 5 Holz, 3 Batterien und ein Kabel und schon hat man eine Buttbox. Wenn man die jetzt dahin knallt, zack, dann fängt er an, Energie zu speichern. Aber dazu erzähle ich euch dann mehr in einem neuen Tutorial extra für Energiespeicher. Das lassen wir jetzt mal weg. Also wie gesehen, die Anfangsenergiequellen sind Generator, sehr praktisch, aber kohlebedürftig, beziehungsweise man muss immer was reinstecken, was man verbrennen will. Und Solarpanel. Das erste Solarpanel ist schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang und es produziert kostenlos Energie. Man sieht ja hier auch, die Energie läuft, also der pumpt hier fleißig das Zeug rüber. Der ist schon voll jetzt. Warum macht er denn eigentlich nichts? Produziert er eigentlich noch? Ah ja, gut, er produziert. Also man sieht, die Produktion geht weiter. Biofuel bekommen wir für unseren Biogenerator, das heißt, der läuft auch einwandfrei. Und damit können wir den Induction Furnace antreiben ohne Probleme. Und das war's erstmal für heute. Generator, Solarpanel, ein bisschen was gezeigt, Masonator, wie man den baut, den braucht man ja dafür. Und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich irgendwas scheiße erklärt habe, schreibt es wie immer in die Kommentare. Wenn ihr bessere Anfangsenergiequellen wisst, schreibt sie bitte auch in die Kommentare. Ich habe jetzt nur den Generator gefunden als einfachste Energiequelle. Aber vielleicht gibt es ja noch was Einfacheres. Ich weiß es nicht. Sagt es mir einfach und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Bewertet mein Video am besten, dann weiß ich, aha, die Leute wollen noch mehr Tutorials oder eher nicht so. Und schreibt mir, ob das Tutorial gut oder schlecht war. Das wäre cool. Und dann sage ich, wie immer, bis dann. Ciao.